Servus und hallo zu Shady Part of Me. Ah, Entschuldigung, zu. Na, In My Shadows. Einige Objekte im Schatten sind zerbrechlich. Yay. Heißt, wir müssen mal schnell sein. Okay, das war nicht ganz. Also ungefähr, vielleicht. Nein. Hat nicht gereicht. Ist jetzt auch die Frage, wann, wie schnell sind die zerbrechlich? Das probiere ich jetzt mal aus. Ich kann draufstehen, bis. Sobald die wegspringen. Okay. 100 Mal schon gestorben. Yay. Wenn wir es einfach austauschen. Na, das war dumm. Das war dumm. Haha. Okay. Aber so funktioniert. War schon richtig so. Einmal drauf und wegspringen. Kann wahrscheinlich nicht klappen. Doch, tut es. Ich weiß, dass es haargenau dasselbe jetzt wieder ist. Ich wollte sehen, ob ich da noch weiter rüber kann. Da, ja, jetzt habe ich schon überrissen, dass das zerbrechlich ist. Lass mir jetzt nicht nochmal sagen. Okay, geht nicht. Vielleicht das Zerbrechliche doch hier hin. Warte mal. Hier eher so und dann springt er von hier nach hier. So wäre der Plan. Blöder Plan, aber ja, geht doch. Gut. Okay. Einmal zerbrechlich. Zerbrechlich wieder am Schluss. Aber zerbrechlich ist groß, ne? Reicht das? Das muss einfach reichen, weil größer geht nicht.
So her, so her. Ausprobieren. Klappt schon mal nicht. Ich kann da so nicht reinspringen. Aber es muss gehen. Ja, komm. Okay, geht nicht. Okay, hier kommen wir gar nicht mehr klar damit. Hier ging doch gerade. Ausprobieren. Es ist halt Millimeterarbeit, ne? Tja, 1000 Tote später. Allmählich fragen wir, ob es mit Gamepad wirklich wahrscheinlich nicht einfacher. Es war nix. 75 mal gestorben. Ich hab's doch gerade geschafft. Brauch irgendwie einen Fixpunkt, wo ich losspringe. Und der Kopf das Weiße berührt, oder? Zu spät. Ah, komm. Okay. Geht doch. Okay, jetzt wird's wieder spannend. Sagt er einfach. Okay, kann das hier vor und zurück ausprobieren, aber das erste erreicht so. Ja, okay, passt. Das zweite kann ich jetzt so und so schieben. Das ich kann überhaupt nicht schieben. Macht doch keinen Sinn. Ich kann überhaupt nicht schieben. Ich habe keine Ahnung. Ich will das nur hier kommen her. Das ist kein Stress. Servus und hallo zurück. Ich muss euch gestehen, ich habe nachgeschaut. Ist blöd bei solchen Spielen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das hinbekommen sollte. Darum habe ich nachgeschaut. Hätte man sparen können, wie immer, wenn man nachschaut. Man kann es jetzt immer sparen.
Und er hat es irgendwie. Zug gemacht gehabt. So in etwa. Hier noch ein bisschen zurück. Okay. So. So. Und dann ist er halt einfach geradeaus rübergelaufen. Was hier irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert. So. Das war dumm. Genau, so war das. Sorry, aber musste ja einfach sein. Ich wollte das Spiel natürlich jetzt weiterspielen. Und ja. Damit beende die Folge jetzt auch wirklich. Servus und hallo zurück zu In My Shadow. Was ist hier los? Kann man die drehen? Ja, die kann man drehen. Ah, oben ist auch nur einer. Ach du. Wie soll ich denn da, also, wie? Komme ich da hoch? Niemals, oder? Nein. Moment. Kann man doch ganz einfach so machen, oder? Ich will nur wissen, ob ich drüber springen kann. Warum nicht? Ja, das ist ja Mist. Okay. Die Kiste mal dahin. Der zweite Stuhl, der kommt. Irgendwie so daher vielleicht. Hätte mir gedacht. Aber dass ich hier nicht drüber springen kann, ist halt mega Mist. Okay. Okay. So. Wunderbar. Hammer. Das ging ja einigermaßen. Das Spiel ist unglaublich laut. Errungenschaften, a good boy und who's a good boy? Okay.
Ja, okay, wir haben das Kapitel geschafft. Eine chaotische Folge ist es. Ich habe es irgendwie zusammengeschnitten, ihr seht es ja. Vielen Dank fürs Ansehen. Jetzt aber wirklich. Servus. In der nächsten Folge geht es dann im neuen Kapitel weiter.